Sprech mal. Nee, das ist viel zu leise. Warte mal. Wir sollten nicht trödeln. Das Imperium bedroht die Pilgerzuflucht. Bisschen testen. Was war das für ein Ort? Ein altes Kloster der Anachoreten. Beeindruckend, nicht wahr? Ja, ich glaube, das geht, oder? Ja. Oder ist zu laut? Nee. So, jetzt habe ich gar nicht hingeguckt. Wo sind hin? Die Dame. Wo ist erstmal das Echo? Es ist wirklich schön, dich zu sehen, Marin. Was führt dich nach Jeddah? Ich habe auf meinen Reisen eine Gruppe getroffen. Ihr Ziel ist es, Machtbegabte vor dem Imperium zu verstecken. Hast du schon mal vom versteckten Pfad gehört? Wo ist die hin, Alter? Schwester Taske. Wer bist du denn? Seid gegrüßt, Jedi-Ritter. Mein Name ist Schwester Task. Ich bin Kerl. Die Nachricht eurer Ankunft hat sich rasch verbreitet, o Edler. Meisterin Janda schätzt euch sehr. Sie und ich haben gemeinsam viel durchgemacht. Jeddah ist voll mit verschollenen Artefakten eures Ordens, zusammen mit anderen Traditionen. Solltet ihr auf Schriftrollen oder andere interessante Objekte stoßen, würde ich gerne einige von mir ausgegrabene Schätze dafür eintauschen. Mhm. Ich sag euch Bescheid, wenn ich etwas finde. Wir stehen in eurer Schuld, o Edler. Die Spamele sind in dieser Richtung, Kerl. Bisschen leiser. So, vielleicht haben wir ja sogar schon was. Ich habe einige ziemlich wilde Kreaturen in der Wüste bemerkt. Das stimmt. Wobei ich vermute, dass ihr der Wildesten noch nicht begegnet seid. Ach ja? Haltet euch fern vom goldenen Skryten, o Edler. Es ist eine alte, heimtückische Kreatur. Solltet ihr sie bekämpfen müssen, vertraut nicht ihren Bewegungen. Sie schlägt plötzlich und in schneller Abfolge zu. Ich werde daran denken. Verstehe. Möchtet ihr einen heiligen Schatz betrachten? So, 10 Schriftrollen habe ich sogar schon. Was ist das? Wieder nur. Natürlich weckt optisch, das euer, ne? Interesse. Naja, da habe ich jetzt nicht wirklich Interesse dran. Okay. Vielleicht später. So, ich. Ja, genau. Da ist er. Die Pilgerzuflucht ist ein alter Tempel. Seer und Meister Cordova wählten ihn als Unterschlupf des versteckten Pfades. Wir wussten, dass das Imperium eines Tages kommen würde. Rennen mal nicht so. Bald. Wir müssen noch gucken. Okay. Aha. Sollen wir dann. Komm, wir gehen erstmal da hoch. Vielleicht verstecken sich da noch irgendwelche Goodies. Ah ne, da geht's raus. Nein, 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 nein. Ja, bin ich schon wieder. Die Basis ist größer wie anfangs gedacht, ne? Janda hat uns gesagt, dass ihr kommt. Es ist eine Ehre, jemanden zu treffen, von dem sie so viel hält. Darf ich euch begleiten? Ich bin noch nie einer Hexe begegnet und habe viele Fragen. Bin doch keine Hexe. Die Brücke ist auf der anderen Seite der Wüste. Ja, haben wir uns noch hier das Echo, oder? Ja. Hier entlang, Meisterin Janda. Wir sind fast da. Also, was denkt ihr? Es ist alt, verlassen und mitten im Nirgendwo. Es ist perfekt. Okay.
Oh. Da ist unser Taxi. Böse Buben. Meditieren brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht. Wir schnappen uns ein Reittier. Geht das von hier? Ne, müssen wir runter. Ist es bequem da hinten? Es ist akzeptabel. Hoffentlich lässt uns dieses Spamel nicht im Stich. Sei nicht so nachtragend, Cal. Das wohin? Passt nicht zu dir. Wie viele Unterschlupfe hat der Pfad noch? Ich weiß es nicht. Aber viele dürften es nicht sein. Was ist das da? Ah, guck mal, da müssen wir hin. Da oben. Okay, also müssen wir hier lang. Das ist... Warte mal. Langsam! Oder liegt ein Echo? Und schon geht's los. Gut gekämpft, Bestie. Du erinnerst mich an zu Hause, weißt du? Hattest du Hunger? Jetzt wirst du die anderen Kreaturen so, nähern. Mal. Ah ja, doch, da lang. Okay. Ja, dann müssen wir ein bisschen kämpfen, würde ich sagen. Los! Wir sollten keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Es wird nicht einfach, wenn es in der Wüste von Imperialen wimmelt. Dann kümmern wir uns gemeinsam um sie. Das sind blöde Viecher, oder? Langsam. Okay. Pass gut auf dich auf, ja? Noch ein Echo? Bist du den Nakis-Anachoreten schon einmal begegnet? Ja. Sie haben mir Wasser und eine Warnung gegeben. Hüte dich vor den zentralen Esoptern, denn ihre einzige Ware ist der Tod. Mhm. Kiste. Eine Hose. Und durchatmen. Oh, da können wir mal kurz zwischenspeichern. Und weiter. Oh, müssen wir von der anderen Seite aktivieren. Okay. Wohin gehen wir? Ah ja, siehst ich sehe schon. Diese Flaggen? Das ist unser Ziel. Könntest du wenigstens versuchen, diszipliniert zu sein? Und? Meldest du mich jetzt? Ja, vielleicht tue ich das. Da können wir hier ein bisschen kämpfen. Gegner nähern sich. Köpfe runter! Ihr Schießer jetzt! Hilft auf der Flucht! Alles okay? Sehr gut. Was ist das hier? Die Wüste scheint ewig weiterzugehen. Ja, sie überrascht mich immer wieder. Hier draußen scheint man sich leicht verlaufen zu können. Dann ist es ja gut, dass du eine Führerin dabei hast. Ja, dann führ mich mal und renn mir nicht nur hinterher. Aber ich glaube, sind wir richtig. Die wollen gegen uns antreten? So. Was ist das, Truppler? Aufpassen! Nächste Schwingung! Imperiale im Weg. Kanause! Oh. Ui.
Was hast du gefunden? Hat er noch gekriegt, ja? Okay. So. Kann man noch klettern? Vorsicht, Gefahr in der Nähe. Okay, ist auch nur ein Weg zurück. Dann gehen wir mal darüber. Schmeiß mich da bloß nicht runter. Und bist du Teil des versteckten Pfades geworden? Ich habe auf meinen Reisen jemandem in Not geholfen, sich vor dem Imperium zu verstecken. Wow. Das hat mich schließlich zum Pfad geführt. Manchmal frage ich mich, ob die Zerstörung des Holocrons irgendwas bewirkt hat. Wir haben die Kinder auf dieser Liste beschützt. Aber es gibt noch andere. Und das Imperium macht immer noch Jagd auf sie. Richtig. Wir müssen beschützen, wen wir können. So ein bisschen Tomb Raider-mäßig, ne? Aber ich mag Tomb Raider. Und daher tipptopp. Ist auch noch weiter? Ne. Okay. Aktiviere mal die Abkürzung hier. Ja, das ist um einiges kürzer. Okay. Werkbank, mhm. Okay. Müssen wir da hinten reinschieben. Aber vorher gehen wir mal gucken, ob da was drin ist. Aha. Gutes Auge. Erfahrung. Alles Erfahrung. Geht nicht von hier oben. Okay, die müssen beide dahin. Dann mach volle Pulle. So. Das sind alte Sicherheitsmechanismen. Ein Überbleibsel derer, die früher hier waren. Als das Imperium kam, fingen die Anachoreten an, die hier zu benutzen. Alte Technologie ist unauffälliger. Genau. Na, das Ding bringt mir das was? Oh, fuck. Das war knapp. Ist der... Oh. Das Versteck ist da drin? Ja. Der Tempel ist verlassen und gut befestigt. Ein perfekter Ort, um sich vor dem Imperium zu verstecken. Das dachten wir. Wir werden Bruder Armias finden. Hoffentlich. Wir nehmen den Schleichweg. Das geht am schnellsten. Schleichweg ist das der durch die einzigste Höhle, die hier ist. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwo abbiegen können, um die Kiste das zu holen. Sieht nach Ärger aus. Wenigstens sind wir zu zweit. Einer für jede Schere. Na, guck mal, dahin geht's auch.
Okay. Wir müssen mal langsam anschleichen. Sofort wach. Easy peasy. Hässliche Biester. Hast du einen Weg nach Tenelor gefunden? Ja. Noch nicht, aber wir haben einige Geräte aus der Zweiten Hohen Republik gefunden. Meister Cordova und Lass uns mal die Kiste holen, ne? Sie und ihr Meister sind ein eingespieltes Duo. Seitdem sie sich dem Pfad angeschlossen haben, waren sie eine unersetzliche Hilfe. Bist du auf deinen Reisen irgendwelchen Jedi begegnet? Nein, Cal. Sonst hätte ich mich bei dir gemeldet. Danke. Oh, guck mal da oben. Herrje, wie sollen wir denn da hochkommen? Ja, was die Dinger da machen, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Aber anscheinend erstmal nichts. Scheiße, was ist denn das für eine Kletterpartie, ey? Da drüben auch. Oh mein Gott. Naja, werden wir sicherlich gleich rauskriegen. Oder auch nicht. Gut. Eine Abkürzung zur Sears Basis. Ah. Da, wo wir vorhin waren. Ja, ja, okay. Sehr gut. Haben wir beim zweiten Durchlauf nicht so Probleme. Klettern. Ah ja. Da geht's dann da hoch. Boah, sollen wir das mal probieren? Warte mal. Nee. Ist ein bisschen weit. Wie kommen wir denn da dran? Ich schätze mal, da kommt noch ein Skill, den wir noch freischalten können. Um weiter zu springen oder so. Ah ja, komm. Das Imperium hat die Fährte aufgenommen. Wir sollten uns trennen. Ich verzögere ihr Fortkommen. Wir treffen uns in der Nähe des Tempels. Warte. Okay. Nix. Wir sollten uns trennen. Hast du recht, wir sollten auch andere treffen. Hey Maren! Pass auf dich auf. Ich übernehme das Aufpassen, Cal. Jetzt sind's wieder nur wir beide, Kumpel. Wie immer. Da bewegt sich nichts. Ja. Das ist dann wahrscheinlich der Rückweg. So, was gibt's hier? Ja. Durch Grün können wir immer noch nicht durch. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Kriegen wir wahrscheinlich noch beigebracht. So. Ja, und dann kommen wir da auch wieder raus.
Okay. Werkbank. Da geht's rein. Als müsste man da was reinstecken, ne? Also, was Sinnvolles. Oh! Hörst du auf? Sieht hungrig aus. Ein wenig. Hat aber nichts gekriegt von mir. Nicht einen Happen. Okay. Könnt ihr es irgendwo festmachen? Auch noch lang. Und hier bestimmt hoch. Boah, ich kann gerade nichts mehr machen, ne? Okay, okay. Ich kann das erstmal kurz hier checken. Ist hier noch was? Ah. Griff der Gerechtigkeit. Gucken. Ne, ich glaube, da kommen wir nicht hoch. Dann müssen wir doch da drüben, wo der Schalter hin. Oh. Jemand getötet. Wollte ich gar nicht. Wollte eigentlich nur Licht machen. Hingabe bis zuletzt. Aber für welche Sache? Für die Sache der Jedi. Ja, kurz Lage checken. Ist das ein Vieh? Nein. Oh Gott, Alter, ihr Garten. Na, guck mal da. Oh. Hört ihr auf? Sind schon explosiv, die Viecher. Und unten schläft wieder irgendwas Großes. Okay.
Da unten ist nix. Okay. Jetzt? Wohin? Bevor ich das runterjumpe? Ich habe doch noch nichts erledigt hier. Jetzt bin ich ja wieder draußen. Geht's da hoch? Nein. Könnte man aber meinen, ne, dass es da hoch geht. Und da oben war ja noch der andere Pfad. Ha. Jo. Versuchen wir es nochmal, BD. Ja, was denn? Da muss ich vielleicht über die Teile hier springen? Das kann natürlich sein, ne? Die da. Ich wusste, wir schaffen es. Irgendwann. Welche Richtung? Also da hinten ist vielleicht ein Aufgang zu dem Weg. Hier an die Kante. Nein. Aber wenn ich hier drauf springen, bringt mir das ja auch nichts. Auf das Teil. Hm. Oh. Ah doch, hier, guck mal, das weiß. Das ist bestimmt so eine Griffkante. Hahaha. Der Kantenmaler war da. Nur diesmal nicht in Gelb. Nichts versteckt. Da ist was versteckt. Das wird die Anachoreten interessieren. Was wolltest du? Eine Karte der Region. Die Pilgerzuflucht ist auf der anderen Seite der Brücke. Was wohl diese anderen Markierungen bedeuten? Ach so, ja. Da geht's wieder raus, okay. Das ist diese Tür. Gut.